das Abendessen am 24. Dezember im Kreise der Familie und bei mir zu Hause. Humorvolles Hörbuch. Geschrieben von Jerónimo López Soldevilla. Jede Ähnlichkeit mit der Realität ist reiner Zufall, jede Ähnlichkeit mit aktuellen Ereignissen, Personen oder Orten, ob lebendig oder nicht, real oder fiktiv, ist reiner Zufall und das Produkt einer fieberhaften Fantasie, die beim Autor Amok läuft. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Kopfhörer verwenden, auch wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, um die Inhalte zu genießen. Heute werde ich Ihnen von dem typischen Abendessen am 24. Dezember in meinem Haus im letzten Jahr erzählen, und ich gehe davon aus, dass das diesjährige Abendessen traditionell sehr ähnlich sein wird. Lassen Sie mich zunächst die Protagonisten dieses wichtigen Ereignisses vorstellen. Mein Vater. Er hat immer als Lehrer gearbeitet und ist in diesem Jahr arbeitslos geworden, weil der neue Lehrplan der Regierung ihn dazu verpflichtet, persönlich am Unterricht teilzunehmen, und seit er vor vielen Jahren seinen Job bekommen hat, gibt er Nachhilfe und berät in der Bar in der Nachbarschaft. Er beschloss, dass dieser Job nicht das war, was er im Leben wollte, und kündigte. Deshalb ist er jetzt arbeitslos und leidet unter posttraumatischem Stress, so der Sozialversicherungsarzt, der auch ein Freund, Kollege und einer seiner besten Schüler in der kürzlich geschlossenen Bar im Viertel ist. Über diesen befreundeten Arzt meines Vaters, in Absprache mit den Schulleitern und ihren psychopädagogischen Teams, empfahl er den Müttern der Kinder, zur Vermeidung von Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität eine bestimmte Art von Pillen einzunehmen, für deren ausschließliche Verteilung auf apokryphen Rezepten dieser Arzt zuständig war. Mein Vater ist, wie jedes Jahr, für die Zubereitung des Abendessens für alle zuständig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er die Kunst des Kochens wirklich mag oder daran, dass er den ganzen Abend damit verbringt, mit seinen Kochkünsten zu prahlen, während er jedem einzelnen Teilnehmer des Abendessens die Zutaten, den Ort, an dem er sie gekauft hat, und wie er das alles gemacht hat, anhand einer Präsentation mit Dias, Videos, Konzeptkarten und sogar einer Feedbackübung, die er als Abschlussprüfung bezeichnet, die mit einer Punktzahl von über 8 bestanden werden muss, um essen zu können, erklärt. Bis heute haben wir alle die Prüfung bestanden, nicht ohne große Anstrengungen, sowohl einzeln als auch im Team. Ich möchte mir den Tag nicht vorstellen, an dem jemand den Test nicht besteht oder es wagt, ihnen zu sagen, dass der einzige wahrnehmbare Geruch beim Abendessen der seines schlechten Atems ist, begleitet von einem Mundgeruch, der in der Lage ist, ein Pferd, ich meine ein Pferd, eine Herde von Pferden, mit einem einfachen Seufzer umzuwerfen. Meine Mutter. Meine Mutter ihrerseits deckt den Tisch, den sie mit einer Tischdecke und den dazu passenden Servietten schmückt, wie es an solch wichtigen Tagen im Kalender üblich ist, mit aufwendigen Stickereien und feinen Wollföden, die ihre Mutter, also meine Großmutter, mit ihren eigenen Händen hergestellt hat. Diese Tischdecke hat für die ganze Familie einen großen sentimentalen Wert, da wir alle die harte Arbeit und die Jahre anerkennen, die Großmutter in ihre Herstellung gesteckt hat, so dass die Tischwäsche zu einem unersetzlichen Teil der Familientradition geworden ist. Ebenso verbringt meine Mutter im Rahmen des Weihnachtsprotokolls Stunden damit, den Tisch mit äußerster Sorgfalt und Liebe zum Detail zu dekorieren, indem sie das Geschirr, die Gläser und das feinste Besteck, das wir haben, mit fast millimetergenauer Präzision anordnet und ausrichtet. Mein Großvater. Mein Großvater mütterlicherseits ist in der Familie dafür bekannt, dass er ein Liebhaber der weihnachtlichen Atmosphäre ist, und deshalb widmet er sich seit Oktober dem Schmücken des Weihnachtsbaums und der Krippe, indem er neue Stücke, Kugeln, Lichter und so viele Miniaturen und Figuren, wie er auf den Märkten finden kann, mit seiner Kreditkarte kauft, die er erst 18 Monate später abzahlt. Meine Großmutter. Meine Großmutter, ebenfalls mütterlicherseits, ist zu dieser Jahreszeit die glücklichste von allen,
denn sie widmet sich der Kritik an allen am Telefon, um die weihnachtliche Stimmung vorzubereiten, und von dem, was ich beobachten konnte, scheint es, dass Oma dieses Jahr seit 3 Monaten hintereinander die Nachricht verbreitet, dass sie Beweise, Fotos und Videos hat, die zeigen, dass es in der Familie eheliche Untreue gibt, und dass sie beim Abendessen am 24. Dezember die klare Absicht hat, zu sagen, um wen es sich handelt. In der Nachbarschaft meiner Großmutter erzählt man sich, dass sie beide Ohren verloren hat, die ihr bei einer Straßenschlacht mit Buttermessern abgeschnitten wurden, als Folge eines Streits mit einer anderen Frau über die Anzahl der Männer, die sie beleidigt hatten, so dass sie wegen dieser erniedrigenden und unerträglichen Demütigungen weinte, die wegen ihrer Grobheit nur schwer mit dem Gewissen zu vereinbaren waren, obwohl beide Frauen nach dem Kampf erkannten, dass sie es wert waren. Meine Schwester. Zu meiner Schwester kann ich sagen, dass sie 13 wurde, oder 12, je nachdem, was man so hört, und um ihre 5. oder 6. Schwangerschaft zu feiern, hatte sie sich vor dem Rückspiegel eines Motorrads, das auf einem dunklen Parkplatz des Einkaufszentrums in der Nachbarschaft geparkt war, mit einer gestohlenen Bohrmaschine aus zweiter Hand Santa Morte auf die Stirn tätowiert, mit dem Gesicht von SpongeBob. Aufgrund der Schäden, die meine Schwester im Gesicht erlitten hatte, würde sie lebenslang eine massive und regelmäßige Einnahme einer Mischung aus Östrogen und Testosteron tierischen Ursprungs benötigen, die sie zwanghaft konsumierte, wie aus ihren medizinischen Berichten hervorgeht, die sie als bipolar manisch und depressiv einstufen. Diese Hormonmischung wurde auf dem Schwarzmarkt von einem befreundeten Arzt meines Vaters erworben, der sich ebenfalls dem Betrug über das Mobiltelefon widmete, und zwar vom Gefängnis aus, wo er eine Strafe wegen telefonischer Erpressung verbüßte, wobei erschwerend hinzukam, dass sein erpresstes Publikum die Kinder waren, die mit ihren Müttern in seine Praxis kamen, auf der Suche nach Pillen zur Linderung der Hyperaktivität, die von den Direktoren und psychopädagogischen Teams ihrer Schulen festgestellt worden war. Meine Schwester hat vor einem Jahr geheiratet und auf ihrer Hochzeitsfeier beschlossen, mit ihrem Mann, seiner Mutter und ihren Geschwistern mit ihren jeweiligen Partnern und Kindern in das Haus ihrer Schwiegereltern zu ziehen, wo sie in einem Haus mit Zimmern leben, die sich durch die Art der Graffiti unterscheiden, die auf die Zementwände der einzelnen Zimmer gemalt sind. Nun, an ihrem Hochzeitstag hatte sie nach den Worten meiner Schwester in ihrem Toast auf ihren Bund der Ehe die feste Absicht, glücklich zu sein und Freiheit, Intimität und persönliche Unabhängigkeit zu genießen, was sie beschloss, nachdem sie beobachtet hatte, wie bei ihren neuen Schwiegereltern einige von ihnen sogar ihre Suppenteller in die Tasche steckten, während andere heimlich Getränke aus den Kofferräumen ihrer Autos holten und sie den Passanten zu einem bescheidenen Preis anboten. Das Fest wurde vollständig von der Familie der Braut bezahlt. Nachdem sich meine Schwester entschlossen hat, ihren jetzigen Mann zu heiraten, liegt in ihrem Zimmer, wo früher ihr Kinderbett stand, eine knallrote Wassermatratze in Form eines Herzens, daneben ein Mahagoni-Schreibtisch, auf dem ein Computer mit einem Strichcode und der Aufschrift „Materielles Eigentum der Sozialversicherung“ steht. Mein Schwager arbeitet immer noch als Kindertransportfahrer für die Kinder der Angestellten einer Supermarktkette, wo er sehr berühmt und bekannt ist für seine Parkinson-Krankheit, seine Abhängigkeit von Opium, Amphetaminen und Antidepressiva, die er vor dem Fahren gewöhnlich mit 90%igem reinem Alkohol mischt. In diesem Sinne hatte mein Schwager noch nie einen Unfall und wird oft als der verantwortungsvollste Arbeiter in seinem Unternehmen belohnt, das im Rahmen von Korruptionsregelungen arbeitet, bei denen die nationale Tochtergesellschaft des Unternehmens Genehmigungen bei den lokalen Behörden beantragt, als Gegenleistung für die Garantie der Stimmabgabe bei den Kommunalwahlen für alle seine Beschäftigten, um bei der Erteilung von Genehmigungen für den Bau weiterer Geschäfte im Land freie Hand zu haben, durch Bestechungsgelder, die es ihnen ermöglichen, gegen die geltenden Bau- und Flächennutzungsgesetze zu verstoßen, und trotz der Beweise für hunderte von verdächtigen Zahlungen, die keinen Zweifel an der Sache lassen, ein Unternehmen, in dem seine Manager mehr um Schadensbegrenzung als um die Behebung des Problems bemüht sind.
Ich bin also Single in einer Stadt, in der der einzige Spaß für die Jungen und auch für die Alten darin besteht, auf die Straße zu gehen, um mit Hilfe von Telefonapplikationen, bei denen bekannt ist, dass die Profilfotos gefälscht und getürkt sind, nach Beziehungen ohne Gefühl und Verantwortung zu suchen. Und da ich alleinstehend bin und jedes Jahr einen neuen Partner mitbringe und dieses Jahr keinen hatte, beschloss ich, einen Freund mitzubringen, den ich auf einer Party kennengelernt hatte, die von einer Bar organisiert wurde, die wegen Flüssigkeitsmangels aufgrund der unbezahlten Rechnungen ihrer Kunden geschlossen wurde, und an dessen Gesicht und Namen ich mich nicht mehr erinnere. Und an dieser Stelle, nach einer kurzen Vorstellung der Protagonisten meiner Familie, beginne ich mit der Schilderung der Ereignisse, die sich bei dem Abendessen zugetragen haben. Seit mein Vater vor etwa 8 Monaten seine Arbeit verloren hat, hat er sich angewöhnt, zu Hause zu bleiben und seine Freunde einzuladen, um Fußballspiele und Sportereignisse zu sehen, was sie auch heute noch genießen können, da der Strom nicht nur an die Straßenbeleuchtung, sondern auch an das Internet der Nachbarn angeschlossen ist. Und die Nacht des 24. sollte keine Ausnahme sein. Gegen 3 Uhr nachmittags trafen dann nach und nach ihre Freunde ein, die unter Gelächter und Begrüßungsworten den Besitz einer Schnapsflasche wie eine wertvolle Trophäe vorzeigten, die sie gerade im Finale eines Sportwettbewerbs gewonnen hatten, und nehmen dann in dem riesigen Sessel Platz, den wir im Raum haben, der einst im Sozialversicherungsbüro des befreundeten Arztes meines Vaters stand, ein Sessel, in dem bis zu 15 Personen bequem Platz finden. Das Ritual der Freunde begann immer mit Bier, Tüten mit Chips und verschiedenen Nüssen. Sobald dieser erste Akt vorbei war, begannen sie einen zweiten, mit dem Alkohol ihrer Wahl, zunächst mit kurzen Drinks in fast leeren Gläsern mit Eis, und gingen dann zu fast vollen Gläsern, längeren Drinks, sporadisch über die Zeit, und kein Wasser über. In diesem Teil des Zyklus wurden alle zu lebenslangen Freunden, die sich sehr liebten und sich gegenseitig als beste Freunde schätzten. Der nächste Schritt war, alles zu trinken, was verfügbar war, nicht mehr am Tisch, sondern im Haus, ohne Rücksicht, und die Flasche direkt zu teilen, ohne das Glas, nur die Scherben blieben überall verstreut, und wie üblich ging einer der Kameraden in Sekundenschnelle und ohne Vorwarnung von einem hitzigen Streit zu Schlägen über. Der vierte Akt bestand darin, dass er ins Badezimmer kroch, um dort einen Bauchtanz aufzuführen, an die Wände pinkelte, die Treppe wieder hinunterkroch und so tat, als würde er das Gleichgewicht verlieren, sich an das Geländer klammerte und um etwas zu essen bettelte. Der fünfte schlief auf dem Sofa, einer über dem anderen. Ein sechster Schritt bestand darin, am nächsten Tag spät aufzustehen und die vorherigen Schritte zu wiederholen. Da heute ein besonderes Datum war, musste das Ritual geändert werden, da jeder der Teilnehmer des Abendessens im Voraus eine persönliche Speisekarte mit seinen kulinarischen Vorlieben einreichen musste, um meinen Vater zu informieren, der die 3 Wochen vor der Veranstaltung damit verbracht hatte, in der Supermarktkette, in der mein Schwager arbeitet, nach dem bestmöglichen Preis für jede der Köstlichkeiten zu suchen, die sie für ihre Freunde bestellen wollten. Ich erkläre, dass ich mit dem besten Preis den Preis meine, den mein Vater für den fairsten hält, was nichts anderes bedeutet, als dass er das, was er will, umsonst bekommt. Aus diesem Grund beschloss er in diesem Fall, sich vorher mit seinem Freund, dem Arzt der Sozialversicherung, abzusprechen und die Kinder der Angestellten der Kette, in der mein Schwager als Fahrer arbeitet, zu benutzen, um die Rucksäcke und Taschen der Kinder mit den notwendigen Zutaten für das Abendessen zu füllen. Nicht ohne vorher die gleichen Absprachen mit den Direktoren und psychopädagogischen Teams der Schulen der Kinder zu treffen, so dass ein Teil der gekauften Produkte an Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Vereine gespendet wird, im Austausch gegen falsche Rechnungen, die dann dem Einkaufsleiter der Supermarktkette vorgelegt werden, der damit eine Ausgabe rechtfertigt, die höher ist als die Summe der monatlichen Einkäufe, und von der er dann den vollen Betrag des angeblichen Einkaufs kassiert.
Soweit lief alles nach Plan, aber Pläne sind, wie Verabredungen mit schönen Frauen, unberechenbar. Und so dauerte es nicht lange, bis das erste unvorhergesehene Ereignis eintrat. Denn das Geschirr, das meine Mutter so sorgfältig vorbereitet hatte, stand auf dem Wohnzimmertisch. Und mein Großvater hatte außerdem beschlossen, an diesem Tag früh aufzustehen und den Weihnachtsbaum und die Krippe mit all ihren Gliedern und Figuren vor dem Fernseher aufzustellen. Im Freundeskreis meines Vaters stach derjenige, den sie alle Weihnachtsbaum nannten, besonders hervor, weil man sagte, dass er die Kugeln als Ornamente hatte. Weihnachtsbaum immer wenn er trank, und er trank mehr als die Fische im Fluss, verzog sich sein Gesicht und er neigte dazu, mit offenem Mund zu essen, was zeigte, dass er hungriger war als ein Blindenhund, während er seltsame Grimassen zog, mit Bewegungen, die manchmal unwillkürlich schienen, weil er sie so schnell machte, begleitet von zuckenden Lippen, die wie Gelee zitterten, wenn man sie schüttelte. Dieser Mann war an einen Rollstuhl gefesselt, erhielt Sauerstoff und trug einen Dauerkatheter, was ihn nicht davon abhielt, sich damit zu brüsten, dass er andere immer als Erster ohne Vorwarnung schlägt. Er war ein maßiger, hochgewachsener, dunkelhäutiger Mann, ein Gesicht, das aus seinem eigenen Gesicht herauszuwachsen schien, mit Wangen, die fast bis zu den Schultern reichten, die Falten, die sich auf diesem Gesicht zeigten, schienen tiefe Furchen zu bilden, die ein Traktorpflug auf rauen Boden gezogen hätte, die Haut war sehr rötlich, wie rostiges Eisen, die Augen schienen in zwei überraschend großen Höhlen vergraben zu sein, wie Restaurantschüsseln. Herr Weihnachtsbaum hatte, wie gesagt, eine Sonde, die an der Rückenlehne des Stuhls befestigt war, und eine Sauerstoffflasche mit einer Maske, obwohl ich klarstellen sollte, dass die Beulen in seinem Gesicht nicht von der Plastikmaske stammen. Als er also bemerkte, dass vor dem Fernseher ein Weihnachtsbaum stand, griff er, ohne jemandem etwas zu sagen und ohne zu zeigen, dass er immer als Erster zuschlug, ohne Vorwarnung, direkt und ohne ein Wort, den Weihnachtsbaum, den mein Großvater 3 Monate lang geschmückt hatte, um ihn mit äußerster Wucht gegen den für das Abendessen gedeckten Tisch zu werfen, den meine Mutter ebenfalls mit äußerster Präzision gedeckt hatte, und zerschlug mit einem einzigen Schlag alle Teller und Gläser, die ihm im Weg standen. Die Freunde meines Vaters erhoben sich angesichts einer solchen Demonstration von Kraft und Geschicklichkeit am Weihnachtsbaum sofort aus dem Sessel, in dem sie ruhig saßen, um sich jubelnd zu umarmen und zu applaudieren, als wäre es ein von der gegnerischen Mannschaft in der letzten Minute verschossener Elfmeter, der den Sieg für die Mannschaft ihrer Wahl bedeutete. Einer der Freunde meines Vaters jubelte so laut, dass er sich die Handgelenke und 2 Arme an 3 verschiedenen Stellen brach und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wenn die oben beschriebene Aktion einem von der anderen Mannschaft verschossenen Elfmeter gleichkam, deutete das Schütteln und Zittern des Freundes mit den gebrochenen Armen darauf hin, dass der in der letzten Minute zugesprochene Elfmeter zu seinen Gunsten ausfiel, und in der Aufregung ist nicht bekannt, woher er kam, aber aus einer der Flaschen mit gepanschtem Schnaps, mit freundlicher Genehmigung des befreundeten Arztes meines Vaters von der Sozialversicherung fiel sie auf das Tischtuch, aus dem Rauch aufstieg, da es sich an der in der Flüssigkeit des apokryphen Schnapses enthaltenen Säure entzündete. Der Rauch wurde immer dichter, so dass der Weihnachtsbaum, der bei der Anstrengung, ihn hochzuheben, seine Sauerstoffmaske verloren hatte, bei seinen Versuchen zu atmen, seine ohnehin schon breite Nase so weit vergrößerte, dass meine beiden geballten Fäuste problemlos in jedes Nasenloch passten. Mein Großvater, der wütend aussah, nutzte die Gelegenheit, um all die kleinen Hirten und Tiere, die das Weihnachtsbett ausmachten, mehr als 200 an der Zahl, in die Löcher zu stopfen, die der Weihnachtsbaum freigelegt hatte. Angesichts dieser Situation begann meine Mutter zu schreien, was sie auch tat, aber als meine Großmutter sah, dass ihre Tischdecke, die sie als Kind mit ihren eigenen Händen gemacht hatte, im Feuer verbrannte, griff sie in einem Anfall von verhaltener Wut nach der Sonde, die an der Leber des Weihnachtsbaums hing, und trank den gesamten Inhalt in einem Zug aus, wobei sie eine unterschwellige Botschaft des Friedens und der Liebe hinterließ, die sofort von den euphorischen Freunden meines Vaters aufgegriffen wurde, die sich wie brave Kinder auf das Sofa zurückzogen, um ruhig und gelassen zu reden.
In diesem Moment des scheinbaren Friedens tauchte die vermeintliche Freundin, die ich als meine Partnerin ausgab, bei mir zu Hause auf, eine Frau, die ich, wie bereits erwähnt, auf einer Party kennengelernt hatte, die von einer Bar veranstaltet wurde, die wegen Liquiditätsproblemen aufgrund von Zahlungsausfällen ihrer Kunden geschlossen worden war, deren Namen ich bis heute nicht kenne, deren Gesicht ich aber kenne. Es handelte sich um eine offenbar junge Frau, die einen Pickel in der Größe einer halbierten Avocado im Gesicht hatte, der so groß war, dass er ein Eigenleben zu haben schien und durch eine Reihe von Herzschlägen Lebenszeichen von sich gab, die den Eindruck erweckten, dass er gleich aus seinem eigenen Gesicht herausspringen würde. Eine Frau in einem einteiligen Anzug aus enger schwarzer Lacklederunterwäsche, mit kniehohen Stiefeln aus demselben Material, mit einem Dekolleté, das aussah, als hätte sie mehr Front als der Kalte Krieg, und die, sobald sie hereinkam und die Freunde meines Vaters sah, ohne Pause wie Tiere trank, sich nicht einmal die Zeit nahm, zwischen einem Drink und dem nächsten zu atmen. Während die Freunde meines Vaters sich nicht einmal die Zeit nahmen, zwischen den Getränken zu verschnaufen, entschied sich diese Frau, mit einem Tanz aufzutrumpfen, der für ein typisches Stammesritual zur Abwehr böser Geister mehr als exotisch wirkte, der aber sofort die Aufmerksamkeit der Trinker auf der Couch auf sich zog. Die Trinker, die der improvisierten Tänzerin nicht nur aufmerksam zusahen, sondern auch weiter tranken, sorgten für eine vorübergehende Ablenkung, die Frau, die mit einem einzigen Stück feiner schwarzer Lacklederunterwäsche bekleidet war, ausnutzte, indem sie jedem von ihnen das wenige abnahm, das sie in ihren Taschen hatten, was sich auf eine beträchtliche Summe belief, in der begründeten Hoffnung, dass sich am nächsten Tag keiner von ihnen an das Geschehene erinnern würde, was auch der Fall war. Die Stunden vergingen, und als die Nacht hereinbrach, kamen meine Schwester und mein Schwager zu mir nach Hause. Als meine Schwester die Frau sah, die ein einziges Stück dünner, eng anliegender schwarzer Lackunterwäsche trug, riss sie in einem Anfall von Neid das Geld aus den Händen dieser Frau, die zuvor die Freunde meines Vaters beraubt hatte, zählte es mit großer Sorgfalt ab und vergrub ihr wortloses Knie in der Brust der Frau. Dieser grausame Aufprall veranlasste die Frau in den schwarzen Lackstiefeln und dem Dekolleté, sich in weniger als 10 Sekunden dreimal zu drehen und 4,5 Mal nach hinten zu springen, um auf den Füßen zu landen und die Arme in einem Bogen auszustrecken. Diese Respektlosigkeit verärgerte meine Schwester noch mehr, die nichts dagegen tun konnte, weil mein Schwager einen Brunnen mit der Figur eines pummeligen Jungen mitgebracht hatte, der in der Mitte stand und urinierte, und dessen Flüssigkeitsstrom mein Schwager als 24 Jahre alten Whisky arrangiert hatte, dank der Provisionen, die ihm der Chefeinkäufer der Supermarktkette dafür gegeben hatte, dass er die Kinder der Angestellten mit Tüten voller Zutaten transportierte, die mein Vater an diesem Abend zum Abendessen bestellt hatte. Es war ein Springbrunnen, der meinem Vater und all seinen Freunden wie eine Oase in der Wüste erschien, wo sie in einen Zustand mystischer Halluzination eintauchen konnten. Die Freude des Weihnachtsbaums über den von meinem Schwager Springbrunnenbrunnen war so groß, dass er nach einem energischen Impuls, bei dem er seine ganze Kraft durch seine muskulösen Arme auf die Metallstangen seines Rollstuhls übertrug, mit einer plötzlichen, aber präzisen Bewegung und mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Kraft auf den Brunnen zusteuerte, dass er nicht einmal Zeit hatte, es zu bemerken, denn ein etwa 2 cm hoher Randstein umgab den Brunnen, aus dem die ersehnte Flüssigkeit des Vergnügens unaufhaltsam floss, was zur Folge hatte, dass er mit solcher Wucht nach vorne stürzte, dass er mit dem Gesicht voran auf den einzig möglichen Vorsprung des pummeligen Jungen fiel und dort festsaß. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass meine Großmutter, obwohl sie sich sehr darüber aufregte, dass Mr. Human Christmas Tree die Weihnachtstanne in ihre handgefertigte Tischdecke gerammt hatte, beim Anblick dieses verhängnisvollen Bildes als erste entsetzt aufschrie. Mein Gott, der Mann ist am Ertrinken. Es muss etwas getan werden. Schauen Sie sich an, wie er sich immer heftiger windet, seinen Kopf hin und her schüttelt und vergeblich versucht, seinen Kopf zwischen den Beinen des pummeligen Jungen hervorzuziehen, während er seine Arme und Hände auf die Oberschenkel des Jungen stützt.
Diese Frage wurde sofort von einem der Freunde meines Vaters beantwortet. Gut, dass wir den Rollstuhl mit einem Ersatzrad hinten gekauft haben, denn eines der Räder ist nach dem Schlag unbrauchbar. Worauf mein Vater in Anspielung darauf ebenso schnell antwortete: Das ist falsch. Der Stuhl war eine Spende eines Politikers, der von der Supermarktkette bestochen wurde, in der der Brunnenträger arbeitet, und der bei den Kommunalwahlen kandidierte. Er schenkte den Rollstuhl dem Weihnachtsbaum, um bei einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Platz des Viertels als Akt der Solidarität demonstrieren zu können, denn der Rollstuhl sei ein Symbol dafür, dass Steuern in die Infrastruktur für Hochgeschwindigkeitszüge investiert werden müssten. Und als Gegenleistung für die Überlassung des Stuhls bat er die Teilnehmer der politischen Veranstaltung lediglich darum, elektronische Karten zu verteilen, damit die Nachbarn in der Supermarktkette einkaufen konnten, in der der Brunnenbringer arbeitet, und so dafür sorgten, dass die gesamte Gemeinde in drei verschiedenen Wahllokalen desselben Wahlbezirks für ihn stimmte, wobei als Lockmittel die Möglichkeit diente, mit dieser elektronischen Karte Lose für die Verlosung eines Flugzeugs zu kaufen. Während dieses Gesprächs wurden die Schreie des Abuelito de Navidad immer lauter und lauter, und zwar mit einem Geschrei, das wahrhaftig die Seele zerreißen konnte, da es die enormen Schmerzen ausdrückte, denen der Abuelito de Navidad ausgesetzt war. Aus diesem Grund wurde ein Gruppenmanöver gewählt, bei dem die eine Hälfte der Anwesenden das eine Bein von Christmas Tree ergriff und die andere Hälfte das andere, um auf diese Weise mit vereinten Kräften zu versuchen, die Blockade des Opfers zu lösen, was jedoch vergeblich war, da Christmas Tree seinen Kopf weiterhin vollständig in das Bein des pummeligen Jungen steckte, der zudem noch immer trat und seine Arme mit größerer Kraft als zuvor bewegte. Das Unglück schien über dieser Situation zu hängen, als hätten sich alle Sterne des Universums nach dem Gesetz der Anziehung dazu verschworen, bis mein Großvater, der auch noch eine Rechnung mit Abuelito de Navidad offen hatte, vorschlug, ein Seil vom fünften Stock, wo wir wohnen, über die Terrasse zu nehmen, um es später fest an Abuelitos Beine zu binden und das andere Ende des Seils nach draußen zu führen, wo mein Großvater seinen Lastwagen geparkt hatte, um ihn so mit dem Kotflügel zu verbinden. Mein Großvater sprang die Treppe hinauf und hinunter, startete sofort den Motor des Wagens, legte den Rückwärtsgang ein und zog an dem Seil, das an Abuelitos Beinen befestigt war. Der Lieferwagen begann zu röhren, um das Seil bis zum maximalen Widerstand zu ziehen, während die Vorderräder durch das Gewicht des Weihnachtsbaums auf dem Asphalt rutschten, so dass sich das Heck des Fahrzeugs von einer Seite zur anderen bewegte. Nach einigen Beschleunigungen schoss Abuelito schließlich aus dem Auto und wurde gegen die gegenüberliegende Wand des Raumes geschleudert, prallte auf dem Boden auf und wurde die fünf Stockwerke hinunter zum Lieferwagen geschleppt, wo er mit dem vorderen Ende in den vorderen Achskörper krachte, was dazu führte, dass das eingekreiste Friedenssymbol des deutschen Lieferwagens meines Großvaters für immer eingraviert war. So. Und nachdem wir alle auf diese Leistung angestoßen hatten, befreite mein Vater alle von der Prüfung des Abendessens, und so stießen alle noch einmal an, weshalb meine Schwester in der Hitze der Gläser einen Toast aussprach, weil sie in diesem Moment beschloss, mit ihren Schwiegereltern, ihrem Mann, seiner Mutter und ihren Brüdern mit ihren jeweiligen Partnern und Kindern in unser Haus zurückzukehren. Und zwischen Trinksprüchen und Trinksprüchen ging die Nacht an uns vorbei. Wenn Ihnen die Erzählung gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Like, abonnieren Sie mich und besuchen Sie meinen Kanal, wo Sie eine große Auswahl an Inhalten finden und wo ich weitere kurze humorvolle Hörbücher hochladen werde.